Hallo und herzlich willkommen zu unserer Websession Alpha Business Line im Juli 2021. Mein Name ist Rebecca Gunkel, ich bin Account Managerin bei der Firma Alpha Media und werde Sie heute durch unsere Präsentation führen. Als erstes ein kurzer Ausblick, was heute auf dem Programm steht. Als erstes möchten wir Ihnen die super praktische und neue Funktion Drag and Drop zum Thema Dokumentenmappen vorstellen. Ganz einfach Dokumente in Ihre Mappen ziehen, ohne langen Datei-Upload. Außerdem konnten wir im Bereich Auftragskopierprofile neue Kriterien berücksichtigen. Ganz wichtig auch im Thema AdSuite Market, Aktivitäten aus E-Mails erstellen wird nun möglich sein. Mit wenigen Klicks direkt CRM-Aktivitäten erstellen. Ein großes Thema in unserem AdSuite Market ist unser Verlagskalender. Diesen kennen Sie bestimmt alle bereits. Dort möchten wir Ihnen die neuesten Neuerungen zeigen und Ihnen noch mehr Komfort bieten. Zum Schluss noch ein Thema im Webstore bzw. in Verbindung mit unserem Webstore. Dort gibt es eine neue Zahlungsweise, den Payment Link, und es wird möglich sein, Motive direkt im Webstore zu bearbeiten. Auch das werde ich Ihnen nun gleich zeigen. Kommen wir nun zu unserem ersten Thema: Drag and Drop für Dokumentenmappen, das Einfügen. Statt wie bisher in den Mappen das Burger-Menü aufzurufen und einen Datei-Upload auszuführen, können Sie nun einfach per Drag-and-Drop Ihre Dateien in die Mappen ziehen. Dafür wählen Sie einfach die Wunschmappe aus, öffnen Ihren Explorer und ziehen per Drag-and-Drop die Datei in die markierte Mappe. Wie Sie nun unten auf dem kleinen Bild sehen können, ist die Datei automatisch in der Mappe gelandet. Genauso einfach, wie Sie nun Dokumente per Drag and Drop in die Mappen einfügen können, können Sie diese auch innerhalb von AdSuite Market verschieben. Dafür wählen Sie einfach mit Ihrer Maus die zu verschiebende Datei aus und lassen sie dann in der gewünschten Mappe wieder fallen. In Zukunft werden Sie Ihre Datei dann in der neuen Mappe finden. Kommen wir nun zum nächsten Thema: die Berücksichtigung von Kriterien in Auftragskopierprofilen. Es gibt nun die Möglichkeit, Kriterien festzulegen, welche defaultmäßig bei Auftragskopien eingetragen werden. Das sehen Sie zum Beispiel in dem gelben Kästchen. Ganz unten in dem kleinen gelben Kästchen sehen Sie auch die Möglichkeit, kopierte Kriterien zu überschreiben, indem Sie das kleine Häkchen anklicken. Die Kriterien, die Sie oben eingetragen haben, werden nun automatisch bei jedem kopierten Auftrag mit eingefügt. Das nächste Thema beschäftigt sich mit dem Erstellen von CRM-Aktivitäten direkt aus Ihren E-Mails. Dafür rufen Sie bei dem Kunden im Bereich CRM-Aktivitäten das Burger-Menü auf und wählen den Punkt Aktivität aus E-Mail anlegen. Nun finden Sie die Inbox Ihres E-Mail-Kontos. Dort können Sie die E-Mail, die Sie gerne als Aktivität anlegen möchten, auswählen. Dadurch werden die Informationen aus dieser E-Mail direkt in eine CRM-Aktivität übertragen. Wir haben zum Beispiel statt dem Betreff die Basisdaten Besuch, es gibt ein Datum, von wann diese E-Mail ist, und auch der Text der E-Mail wird zu finden sein. Über den Button Übernehmen können Sie dieses nun speichern und haben aus Ihrer E-Mail automatisch eine CRM-Aktivität angelegt. Nun kommen wir zu dem Thema Neuerungen für den Verlagskalender, eines unserer wichtigsten Tools im AdSuite Market. Den Verlagskalender kennen Sie bisher. Nun haben wir ein paar neue Ansichten hinzugefügt. Es gibt die Möglichkeit einer Dispo-Ansicht und auch die Möglichkeit einer Auslastungsansicht. So können Sie selbst entscheiden, was Ihnen denn am liebsten ist. Möchten Sie eine gestaffelte Ansicht mit zum Beispiel gelben, roten und grünen Balken in einem? Oder möchten Sie eine etwas klarere Ansicht nach Auslastung, wo die Balken erst ab einem gewissen Status, nach einem gewissen Prozentsatz, ihre Farbe ändern? So ist für jeden etwas dabei, ob das nun die Dispo ist oder auch direkt der Verkäufer. Jeder kann sich seine Farben bzw. seine Ansicht so einstellen, wie es für ihn am besten und am sinnvollsten ist. Auch die Administration für die Verlagskalenderansichten ist denkbar einfach.
Für die Dispo-Ansicht zum Beispiel können Sie selbst auswählen, für was die Farben stehen. Rot zum Beispiel für fest gebuchte Aufträge, gelb für Reservierungen und grün für freie Plätze. In der Auslastungsansicht haben Sie die Möglichkeit, Prozentwerte einzutragen, ab denen die Balken ihre Farbe ändern. Zum Beispiel können Sie entscheiden, dass die gelbe Farbe ab einem Wert von 60% Auslastung kommt. Die rote Farbe möglicherweise erst bei 100%. Das bleibt Ihnen selbst überlassen und selbstverständlich können Sie auch die Farben nach Ihrem Gusto wählen. Möchten Sie genauere Informationen haben zu Ihrer Auslastung, können Sie das ganz einfach tun. Sie wählen zum Beispiel für den Erscheinungstag Samstag die letzte Seite, die nun mit 50% bebucht ist, aus und sehen nun ganz genau, in welcher Ausgabe an diesem Tag wie viel Prozent Auslastung dort schon vorhanden sind. Zum Beispiel in unserer A-New City letzte Seite. Für den Samstag haben wir einen Balken, der tatsächlich dreigeteilt ist. Wir haben gelb für Reservierungen, rot für festgebuchte Aufträge und grün für freie Plätze. Darunter finden Sie noch drei weitere Ausgaben, die Ausgabe Nord, Ost und West. Diese vier Ausgaben zusammengenommen ergeben nun den Wert, den Sie auf den ersten Blick im Verlagskalender als 50% sehen können. Auch ist es nun möglich, innerhalb des Verlagskalenders nähere Informationen zu Buchungsräumen und den Ressorts zu bekommen. Wählen Sie einfach den entsprechenden Eintrag an und Sie erhalten die Ansicht des aktuellen Buchungsraums. In unserem Beispiel nochmal die City-Ausgabe letzte Seite. Dort finden Sie nun alle möglichen Buchungsräume und auch die bereits platzierten bzw. reservierten Anzeigen. Sie sehen auch die Größe des Buchungsraums. Weiter ist es direkt möglich, einen Auftrag in diesen Buchungsraum zu platzieren. Dann müssen Sie nur noch den Kunden auswählen und das Motiv gerne auch im Nachhinein angeben. Weiter können Sie sich auch Informationen über das Ressort anzeigen lassen. Welche Seite, welche Ausgabe oder natürlich auch für welchen Erscheinungstag. Wir bleiben noch ein bisschen bei unserem Verlagskalender. Es gibt nämlich noch eine weitere Neuerung. Die Möglichkeit, sich Kollektive in der Auslastung und in der Dispo-Ansicht anzeigen zu lassen. Dafür wählen Sie einfach das Kollektiv aus, welches Sie sehen möchten. In unserem Fall ist es das Ausgehen am Wochenende Kollektiv und dort können Sie genau sehen, wie viel Prozent dieses Kollektivs bereits gebucht wurde oder wie viel Kontingent Ihnen noch zur Verfügung steht. Nun verlassen wir das Thema Verlagskalender fürs Erste. Es gibt eine weitere Neuerung in unserem Webstore, beziehungsweise auch in Verbindung mit unserem Webstore. Es gibt die Möglichkeit, eine neue Zahlungsart anzuwählen. Diese nennt sich Payment Link. Dafür müssen Sie einfach nur in dem Auftrag auf Einzahlung beziehungsweise Rechnung gehen und erhalten dann einen kurzen Überblick bezüglich des Preises und können nun über Zahlung tätigen auswählen, wie diese Zahlung erfolgen soll. Bar bei Ihnen in der Geschäftsstelle oder eben unsere neue Möglichkeit, den Payment Link. Dieses ist eine Art Vorauszahlung, die dem Kunden ermöglicht, den Auftrag zu zahlen, bevor er publiziert wurde. Haben Sie die Zahlungsart Payment Link ausgewählt, geht ein neues Fenster auf. Dieses zeigt Ihnen zum einen den Link selber und einen QR-Code. Nun ist es möglich, entweder direkt in Ihrer Geschäftsstelle den Kunden den QR-Code abscannen zu lassen oder diesen inklusive des Links per E-Mail zu versenden. Klickt der Kunde nun auf den Link oder scannt den QR-Code ein, erhält er ein neues Fenster. In diesem Fenster ist für den Kunden die Auftragsnummer ersichtlich, der zu zahlende Betrag und die Zahlungsmöglichkeit, zum Beispiel Bankeinzug oder auch eine PayPal-Zahlung. Klickt der Kunde nun beispielsweise auf PayPal, wird das Feld Jetzt bezahlen nicht mehr ausgegraut sein und kann von dem Kunden direkt angeklickt werden. Dann wird er zum Zahlungsdienstleister weitergeleitet, kann dort die Zahlung direkt vornehmen und Sie erhalten Ihr Geld, bevor der Auftrag erschienen ist.
Hat der Kunde noch Fragen zu seinem Auftrag bzw. kann erstmal mit der Auftragsnummer und dem Preis möglicherweise nichts verbinden, gibt es die Möglichkeit, über Details zum Auftrag nochmal eine PDF-Auftragsbestätigung aufzurufen. Wir haben eine weitere Neuerung in unserem Webstore eingebaut. Dort geht es um die Motivbearbeitung. Hier sehen Sie als Beispiel einen Auftrag. Klicken Sie die drei Punkte auf der rechten Seite, haben Sie die Möglichkeit, den Auftrag zu wiederholen, den Auftrag zu stoppen oder neu das Motiv zu bearbeiten. Klicken Sie nun auf den Button Motiv bearbeiten, dann kommen Sie direkt in das Motiv. Hier haben Sie nun die Möglichkeit, das Motiv zu bearbeiten. Sie können beispielsweise den Text anpassen oder auch ein Foto austauschen. Es wird keine Möglichkeit geben, den Erscheinungstag oder die Ausgabe zu ändern. Hier geht es rein um eine Motivbearbeitung, zum Beispiel um eventuelle Textfehler zu beheben oder zum Beispiel mehr Text hinzuzufügen. Haben Sie diese Änderungen vorgenommen, können Sie das alles nochmal speichern. Sie sehen dort nochmal die Kategorie, das Angebot, die Rubrik, den Erscheinungstag und die Ausgabe. Außerdem wird entsprechend der Preis angepasst, falls Sie größere Änderungen vorgenommen haben. Der kleine grüne Smiley auf der rechten Seite zeigt Ihnen, dass die Speicherung erfolgreich war. Zum Schluss haben wir noch eine Kleinigkeit eingebaut, die hoffentlich trotzdem Ihren Komfort deutlich verbessert. Früher war es bereits so, dass Sie alle Tabs und Kunden und Mappen einzeln schließen mussten. Manchmal möchte man aber auch alles gleichzeitig schließen und keine 4, 5 oder mehr Klicks dafür benötigen. Dafür haben wir den neuen Button Alle schließen eingebaut. Mit einem Klick darauf wird sowohl der Auftrag bzw. alle offenen Aufträge und alle geöffneten Kunden geschlossen und Sie können mit einem komplett neuen Vorgang beginnen. Wir hoffen sehr, dass wir mit diesen Neuerungen genau Ihre Probleme angesprochen und verbessert haben. Sollten Sie noch weitere Fragen oder Sonstiges haben, können Sie sich gerne an die eingeblendete E-Mail-Adresse wenden oder auch gerne mit uns direkt Kontakt aufnehmen, um einen persönlichen Präsentationstermin zu vereinbaren. Vielen Dank für das Anschauen dieses Videos und ich hoffe sehr, dass wir uns bald mal wieder live sehen.